Auch heute sprechen wir wieder im Format Aktien im Fokus über eine Wall Street Aktie, über ein Urgestein, möchte ich schon fast sagen. Und mit Urgestein meine ich nicht den Roland Jegen, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Roland. Hallo Andreas. Ein kleiner Spaß, die Rede ist von Dell. Das kennen wir doch alle, oder? Genau, Dell kennen wir alle. Viele haben sicherlich einen Dell-Rechner. Also ich habe ja auch einen meiner Laptops, ist auch von Dell. Einer meiner großen Screens ist auch von Dell. Also sehr, sehr viele Privatanwender haben sicherlich auch einen Laptop, einen PC oder einen Monitor von Dell im Haushalt. Ja, man denkt bei Dell so ein bisschen bei der Technik, oh, das muss ein Unternehmen sein, wieder mal aus Kalifornien. Aber nein, weit gefehlt. Diesmal aus Texas. Genau, aus Texas. Das ist nicht unbedingt die Technologiehochburg in den USA, aber es gibt es schon sehr, sehr lange. Das heißt, 1984 hier gegründet mit einem sehr, sehr kleinen Startkapital von nur 1.000 US-Dollar als PCs Limited und ist dann später übergegangen in Dell Computer Corporation. Mittlerweile wurde das auch das ein oder andere Mal umbenannt und heute heißt das Unternehmen letztendlich Dell Technologies. Und benannt nach dem Gründer, nach dem Michael Dell oder Michael, nein, ich glaube in Amerika sagt man Michael, ja. Michael Dell, der erst nur kleine Bauteile für Computer verkauft hat und am Ende sich gesagt hat, dann entwickle ich doch mal meinen eigenen PC. 1985 war es soweit und dann dauerte es nur 3 Jahre, bis die Aktie an der Börse notierte. Genau, die Expansion ging sehr, sehr groß und er ist dann auch neben den USA, hat er sehr schnell auch sein Geschäftsfeld auf Europa, also als allererstes auf Großbritannien dann ausgeweitet und ja, damit war die Grundlage dann für expansives oder auch exponentielles Wachstum letztendlich geschaffen. Ja, die erste Milliarde Umsatz ist immer die schwierigste, habe ich mal gehört. Und die war 1993 erreicht. Und später, als das Internet sozusagen sich an allen Ecken und Enden durchsetzte, gab es sogar Tagesumsätze bei Dell von 5 Millionen US-Dollar. Wahnsinn. Das ist schon eine Hausnummer. Das sind sehr, sehr hohe Zahlen, die hier geliefert werden konnten. Ja. Am Anfang hat man sich auch nur auf Intel-Chips verlassen. Das ist so ein bisschen abgewichen. Seit 2006 gibt es dann auch AMD-Chips. Es gibt eigene kleine Tablets, die hergestellt werden. Drucker, also alles Mögliche. Also kein reiner Hardware-Produzent mehr, wie man so schön sagt. Und Wachstum geschieht auch immer durch Übernahmen. So auch bei Dell. Und Dell hat zum Beispiel einen Firewall-Hersteller übernommen. Netzwerksicherheit und so weiter spielen eine Rolle. Und das seit rund 10 Jahren. Genau, neben der Hardware spielt auch Software eine immer größere Rolle und das sieht man auch durch diese Übernahmen, insbesondere durch die beiden, die du hier genannt hast. Und ja, und Michael Dell, der hat da wirklich eine Erfolgsgeschichte geschrieben und war dann insbesondere 1992 auch der jüngste CEO eines großen Unternehmens dieser Fortune 500-Liste, wo ja die wirklich die bekanntesten, sage ich mal, CEOs und Unternehmenseigner dann letztendlich geführt werden. Fun Fact an der Stelle, mit 99% dieser 500 Unternehmen gibt es Geschäftsbeziehungen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ja, gibt es auch selten. Er ist zukunftsorientiert, Michael Dell ist beteiligt auch an anderen Firmen. Da kommen wir bei einer anderen Ausgabe in Verbindung mit Broadcom auch nochmal dazu. Möchten aber hier noch mit einfügen, dass zum Beispiel Greenpeace in Sachen Umweltschutz das Unternehmen ganz weit vorne mit einreiht. Das ist ja eher untypisch für einen Technologiehersteller. Und das liegt nicht nur an dem großen grünen Campus. Genau, das ist wirklich interessant. Das ist nicht unbedingt gerade in diesem Bereich typisch, dass man so viel Wert auch letztendlich auf Nachhaltigkeit, auf Umweltschutz legt und da wirklich ganz, ganz vorne bei den Elektronikherstellern angesiedelt ist. Die Frage, die sich mir natürlich stellt, ist die Elektronik, wie wir sie kennen, weiterhin ein Wachstumsmarkt? Denn wenn man sich die Prognosen anschaut, so gibt es schon noch Umsatzwachstum, ja, aber diese Dynamik ist gar nicht mehr vorhanden. Genau, die Dynamik ist nicht mehr vorhanden. Das flacht etwas ab hier, die Umsätze in den letzten Jahren, aber auch die Prognosen jetzt für die nächsten Geschäftsjahre, das sieht eher so aus, als könnte es dann ja auf eine Stagnation vielleicht hinauslaufen in den nächsten 2, 3 Geschäftsjahren. Trotzdem konnte die Aktie mit den jüngsten Quartalsergebnissen überzeugen. Die waren nicht nur in Line, sondern das Umsatzplus lag sogar höher, als Analysten das erwartet hatten. Und das ist eine der wenigen Aktien aus dem Technologiebereich, die im letzten Quartal nach den Quartalszahlen positiv performten. Das stimmt. Die hat wirklich zugelegt in der letzten Woche nach den Quartalszahlen. Und das schauen wir uns gleich dann auch noch näher in der Charttechnik an. Das schauen wir uns gleich an und werden da auch ergründen, ob sich die Analysten hier irren oder ja, auf dem richtigen Dampfer sind. Die sagen nämlich mehrheitlich mindestens halten, wenn nicht sogar kaufen.
Genau, also das sieht sehr, sehr positiv aus, was die Analysten hier präsentieren. Und dann schauen wir mal, wie sich die Aktie als auch in letzter Zeit hier entwickelt hat im Freestocks Webtrader. Und da sehen wir, ja, die Aktie kam auf jeden Fall auch wie fast alle Nasdaq-Unternehmen zurück in den letzten Monaten. Bei der Dell ging es etwas später los, erst im Februar dieses Jahres, wo so ein mittelfristiger Abwärtstrend jetzt hier begonnen hat. Im Hoch lag die Aktie zu Beginn des Jahres bei 61,54 Dollar. Seitdem dieser angesprochene Abwärtstrend, aber hier sieht man schon dieses große Aufwärtsgap, das wir in der letzten Freitag hatten. Das heißt, nach den Quartalszahlen am Donnerstag gab es dann wirklich dieses große Gap am Freitag und wir sind damit direkt aus diesem absteigenden Trendkanal nach oben ausgebrochen und haben dann direkt am Freitag auch ein interessantes Niveau hier getestet. Das ist dieser Bereich bei ca. 52 bis 53 Dollar. Da kommen einige Komponenten zusammen. Zum einen ist das der 100- und auch der 200-Tage-Durchschnitt, die sich jetzt kürzlich gekreuzt haben und die auf diesem Niveau liegen. Des Weiteren liegt hier auch eine interessante Unterstützungs- bzw. Widerstandslinie. Und zwar ist das auch dieser Bereich von ca. 52 bis 54 Dollar. Da ist die Aktie im letzten Jahr mehrmals nach oben abgeprallt, als sie dieses Niveau getestet hat. Dann gab es den Ausbruch nach unten und auch der Retest hier dann ist insbesondere am 100-Tage-Durchschnitt gescheitert. Und jetzt ist halt die Frage, ob man weiter in diesem Bereich erstmal konsolidiert. Sollte die Aktie weiter Stärke zeigen und dann auch oberhalb dieser gleitenden Durchschnitte und auch dieses Widerstandsbereichs handeln können und sich etablieren können, dann rückt sehr schnell wieder dieses Allzeithoch bei 61,54 Dollar in den Fokus. Ansonsten kann es durchaus sein, dass wir vielleicht hier auch nochmal den Trendkanal und dann auch den 50-Tage-Durchschnitt von oben testen. Das wäre der Bereich bei ca. 47 bis 48 Dollar. Und da muss man dann schauen, ob sich hier auch Anschlusskäufer finden. Also eine interessante Chart-Konstellation, die es weiter zu beobachten gilt. Und ich denke, so aus meiner Erfahrung raus, ein Computer, ein Tablet oder irgendein Endgerät braucht ja wohl jeder, oder? Das stimmt. Das braucht im Endeffekt jeder. Und auch alle paar Jahre muss man sich wieder ein neues Gerät zulegen. Und da ist Dell bei vielen natürlich immer noch die erste Wahl. Ja, insbesondere, weil der Kaufpreis vielleicht gar nicht so teuer ist wie bei Apple. Aber das wollen wir an anderer Stelle klären. Erstmal ganz lieben Dank für deine Expertise, Roland Jegen. Sehr gerne.